Sonnenblume, Rosenblätter, Rosmarin und Lauf, Holundersträuche, Lavendelbüsche, Hagebutten, Strauch, Kirschen, Äpfel, Haselnüsse und ein Pfirsichbaum, Melissenblätter, Tomatenpflanzen, Kohlgemüse auch. All diese Köstlichkeiten stehen hinter meinem Haus. Kommt der erste Sonnenstrahl, muss ich gleich hinaus. Mein kleiner Garten hat ein ganz besonderes Gesicht. Es strahlt jeden Tag für dich und mich. So, ich mache jetzt hier eine Ingwercreme, aber für diese Ingwercreme muss ich erstmal einen Ingwertee machen. Und jetzt muss ich den Ingwer erstmal schneiden und nach dem Schneiden sehen wir uns wieder. So, jetzt ist die Zitrone ja auch fertig. Da muss ich hier jetzt auch wieder Wachs reintun. So, Salbe, ja. Ich bin im Moment so auf Salbe. Aber nicht nur Salbe, mache ich noch auch vieles. Mache ich auch Tee und Creme und sowas. Alles Mögliche mache ich. So, dann muss ich das auch erstmal wieder kochen lassen, bis es wieder aufgelöst ist. 3, 4 der Power. Gut. Dann muss das jetzt auch erstmal wieder ein bisschen ziehen. Bis gleich. So, hier ist mein gekochtes Wasser. Da tue ich jetzt Öl rein. Ups. Ja. Für alle, die in der Schule sind. Ab der 7. Klasse hat man das ja regel eigentlich. Chemie. Ja. Dann machen wir da gleich Wachs rein. Ja. So. Dann muss man das auch wieder kochen wie die ganz normalen Salben, die ich hier schon gemacht habe. Bin noch nicht mehr. Ja. Bevor wir das kochen können, müssen wir leider noch darauf warten. Bis da wieder sich alles aufgelöst hat. Ja, und bis es soweit ist, dann bis gleich. So, jetzt wie sieht er mal. Jetzt ist hier Öl, Wasser und der Wachs. Und der Wachs geht auch mit nach oben mit dem Öl. Und da ist der Wachs jetzt auch schon fast aufgelöst. Das dauert noch ein paar Minuten. Ja, bis gleich. So, jetzt ist hier auch schon die Zitronen, die Zitronensalbe fertig. Die muss jetzt auch trocknen. So, dann machen wir jetzt das Öl mit dem Wasser, das Ingwer. Da rein und das muss jetzt auch mal da drin wieder rein eingehen und so. Dann, das dauert auch bis erstmal ein bisschen, bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder. Und jetzt sieht man hier den Unterschied von Öl und dem Tee. Oben ist das Öl. Und jetzt braucht man so einen Milchaufschäumer. Da muss man den erst reinstecken, nicht anmachen, erst wenn der drin ist, anmachen. So. Dann macht man den an, macht man hoch, runter, hoch, runter. So, jetzt sieht man, das ist so vermischt, dann muss man erst wieder
eine Pause machen. Das muss man jetzt immer machen, bis man sieht, dass das nicht wieder sich auseinander vermischt. Ja, das mache ich jetzt erstmal. So, jetzt sind wir hier wieder. Und diesmal musste ich nur einmal vermischen. Da hatte ich aber wirklich Glück. Eigentlich setze ich das immer 3, 4, 5 Mal auseinander. Da muss man immer mischen. Da muss man immer erst warten, bis sich das wieder auseinandersetzt. Das Öl und der Tee. Und dann darf man das wieder mischen, bis das zusammen ist. Da muss man immer warten. Aber dieses Mal hatte ich Glück und musste nur einmal. Und da ging es halt so leichter. So, dann müssen wir das jetzt nur noch trocknen lassen und dann ist es auch schon fertig. So, das war's auch schon mit meinem ersten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und da, dann sehen wir uns das nächste Mal, zum nächsten Mal wieder. Ciao. Sonnenblume, Rosenblätter, Rosmarin und Lauf, Holundersträuche, Lavendelbüsche, Hagebutten, Strauch, Kirschen, Äpfel, Haselnüsse und ein Pfirsichbaum, Melissenblätter, Tomatenpflanzen, Kohlgemüse auch. All die diese Köstlichkeiten stehen hinter meinem Haus. Kommt der erste Sonnenstrahl, muss ich gleich hinaus. Mein kleiner Garten hat ein ganz besonderes Gesicht. Es strahlt jeden Tag für dich und mich.